Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Mit Steuerkreuz nach unten rufe ich den Fotomodus auf. Das wäre mal ganz gut, um mir so ein paar, wie soll ich sagen, Thumbnails zu machen. Mir hat irgendwie das Wort gefehlt. Nur zu Matsumoto. Wo ist denn der andere Planet? Ich hab doch gesagt, ich will auf die Nordruste. Hä? Wo ist er? Hilfe, ich hab einen Planet verloren. Hä? Ach, der ist da hinten dran. Okay. Dann brezel ich einfach mal kurz um den Planet herum. Und hoffe dann mal, dass mir die Energie noch reicht. Hallo? Hey! Der. Jetzt. Wenn der noch so ein bisschen zu schnell ist oder was auch immer, dann macht er irgendwie komische Lenkmanöver. Perfidium. Steht es eigentlich. Das war klar. Stehen diese Rigogen eigentlich da auch in dieser Liste, wenn man den Planet scannt? Das wäre mal gut zu wissen. Nebengeschossen. So viel Eisen, wie man da jetzt. So viel Eisen, wie man da jetzt findet, hey, da. Wo ist jetzt der scheiß Planet schon wieder hin? Ach, fickt euch doch, ey, das ist doch nicht mehr normal. Ich bin froh, dass ich jetzt halt mal zwei Planeten nicht gehabt habe, mit die mich irgendwie genervt haben. Diese scheiß Immerhin habe ich hier einen Haufen Eisen um mich rum. Yes, einer ist platt. So. Gehen wir auf den Zeiger hier. Da muss ich mich erstmal kratzen. Ey, das ist so nervig, Mann. Das geht mir so auf den Geist. Ich will doch einfach nur mal ein bisschen rumfliegen können hier, ohne dass da ständig bei jedem Start so eine verkackte Kampftruppe kommt. Und mir auf den Sack geht. Hier. Brutal nervig. Den Scheiß könnte auch mal ändern. Finde ich. Hey, da ist sogar eine Basis drauf. Auf dem Planeten. Ja, Wiederherstellung des verlorenen Inventars. Dann gib mal her das Zeug. Trophäum und Krolium. Irgendwann muss ich es wegschmeißen, weil ich so viel Zeug davon in der Basis habe, von diesem Trophäum und dem ganzen anderen Käse da. Dass,
Der Planet ändert seine Farbe. Chamäleon! Wie mache ich jetzt ein Foto? Mache ich Foto? Foto tue ich Facebook? Was? Ach, da muss ich auf Share drücken. Wo ist denn die Sonne überhaupt? Ah, da. Okay. Bewegen wir halt einfach mal die Sonne im System. Das, ja. Jetzt hat er schon wieder seine Farbe geändert. Was ist das für ein Planet, hey? Urtuste. Nee, Share-Taste auf dem Controller, weißt du? Was sind das für komische Pflanzen hier? Kann ich eigentlich zu der Basis auch... Achso. Geht nicht. So, Boost funktioniert auch nicht, weil er noch im Boost ist. Schade. Eigentlich müsste der Boost ja im Weltall genauso funktionieren, dass man, wenn man den drückt, einen kurzen Schlag tut und man schneller wird. Und da da ja ein Vakuum herrscht, wird man ja nicht mehr langsamer. Das heißt, wenn man nochmal drückt, dann müsste man ja nochmal schneller werden. Aber das geht da irgendwie nicht. Dieser komische Planet hier hat, so wie es aussieht, auch kein Wasser. Dafür irgendwelche komischen Kanäle. Immer dieses komische Gegenlenken da gegen seinen Drehimpuls da. So. Hoffentlich. Ich will nicht, dass es 20 Minuten dauert, bis ich bei dieser blöden Basis bin. Ich will nur gucken, ob man da irgendwas drin finden kann oder ob das einfach nur so ein Dingens ist, wie ich da, wo ich meine Basis gebaut habe. Das halt die Minute. Eine Minute ist jetzt nicht schlimm. Aber es könnte echt ein bisschen schneller gehen manchmal. Ich glaube, ich sollte mir meine Antriebe auch ein bisschen auftunen. Ein bisschen. Wahrscheinlich ist es irgendwann so, dass man das ganze Raumschiff vollgeballert hat mit irgendwelchen Mods und so, dass die Waffen besser sind und der Antrieb und überhaupt. Dass man da gar kein Inventar mehr hat, sondern nur noch die Waffen und die Verbesserung. Und der Motor und die Verbesserung. Und die Schilde und die Verbesserung. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt hier aussteige? Mache ich jetzt mal nicht. Ich gehe erst noch zu der Basis. Hoppla. Man kann hier zu tief fliegen. Hä? Wo ist er denn?
da ist sie. Hallo? Lass mich jetzt nach unten gucken, verdammt. Und lande. Schauen wir mal, was hat's denn hier für ein Klima? Verbrannter Planet. Brennbarer Staub. Okay. Das heißt, wenn ich hier starte, dann explodiert der Planet oder was? Extreme Feuer. Sieht ein bisschen aus wie der Mars. Oder wie man sich den vorstellt zumindest. Ist auch rot und so ein Zeugs. Hä? Ach Manno. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich den Fotomodus reinhau, dann sieht man hier ein Männchen stehen. Ja, der Fotomodus ist echt geil. Er öffnet völlig mögliche Neuigkeiten. Thumbnails zu machen. Moju Evap Kolonie. Nö. Hey, da steht auch so ein Typ im Schrank. Das Sockelbar. Du hast einen Anfang gemacht, Reisender. Lass mich dir helfen, darauf aufzubauen. Zeig mal her. Hat der andere Baupläne? Aussichtskugel. Gesundheitsstation. Eine Gesundheitsstation und Schildstation wäre eigentlich gar nicht schlecht, die in die Basis zu bauen. Genug Räume habe ich ja, weil ich ja für jeden Forscher da einen eigenen Raum bauen musste. Toll. Ich brauche, wenn ich daraus Gecknip herstellen will, erstmal ein Gecknip, damit ich das Nip-Nip-Zeug anbauen kann. Der Renninitiator. Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe nur diese komische Startplattform da. Oder braucht man bloß die und dann kommen die anderen Teile automatisch? Was passiert eigentlich, wenn ich meine Basis hier... Ich habe die ja geteilt, ne? Das heißt ja, die Leute können die finden. Wenn ich jetzt daran weiterbaue, wird das dann aktualisiert oder sehen die dann noch die alte Basis, die ich am Anfang geteilt habe? Grad, 61, 83, 88. Das wird als extrem angesehen. Das ist halt Sauna, weißt du, aber... Was ist denn das? Hier hüpft ein Ananas rum. Sie hüpfte hier rum. Ich komme irgendwie immer auf die scheiß R1-Taste. 300. Jetzt ist es extrem, würde ich sagen. Ja. Da ist noch so eine Ananas. Warte. Storm Extreme. Okay. Dann warte ich jetzt erstmal, bis der Sturm vorbei ist und mein Schild da wieder aufgeladen ist. Also, das gegen's Feuer. Ich kann ja so lange mal zugucken, wie der Wächter da das Loch scannt, das ich da in den Boden geschossen habe. Und dann einfach weggeht.
Wenn ich jetzt von hier aus auf die galaktische Karte gehe, geht das auch? Nee, geht nicht. Das geht nur, wenn ich im All bin. Dann laber mich da unten nicht zu, da unten rechts, von wegen zum Öffnen der galaktischen Karte nach unten drücken. Mann, blöder Sturm. Wie die Viecher das aushalten, hey. Und wie mein Raumschiff das aushält. Ist die ganzen Extrem, das müsste ja schon voll rosten, das Ding. Aber gut. Das wird bestimmt nicht aus Eisen sein, das Ding. Wenn das hier so ein Sternensystem hopsendes Gefährt ist. Boah, ey, kann man diese. Wart mal. Protokoll, Steuerung, la 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 la. Ich will wissen, kann ich diesen blöden Schadensausmaß mitwirkende Anzeigen, Bildfrequenzlimit. Kacke. Speichervorgang. Okay. Ich habe jetzt gedacht, man kann das irgendwie ausstellen, dass da unten ständig dieses Tippsgedönse kommt. Es wäre auch nicht schlecht, wenn man der hier Gelaber auch ein bisschen leiser machen könnte oder so. Gerade eben da im Wasser, hey. Oder was heißt gerade eben? Als ich da im Wasser gewesen bin. Ja, Säureschutz extrem. Bla bla bla. Luft, bla bla. Und boah. Hä, wo ist die scheiß Ananas jetzt hin? Von wegen. So. Aha. Was, wie heißt das Viech? Vektorisiert. Ribilei Daquet. So, die Hopsanas. Das Viech hier hopst auch. Gehirn. Ne, ich lass mal. Uxeta tot. Und so. So, mach ich das auch mal wieder in der Folge hier. Hab ich da irgendwas entdeckt? Achso, das war der Planet mit den 20.000 Viechern und so. Manche Dinge könnte man nach dem benennen, wie sie aussehen. So wie ich das mit der Hopsanas gemacht habe. Aber es gibt andere Dinge, da kriegt man wahrscheinlich dann eine Verwarnung oder sowas dafür. Ah, das war da, wo das Wasser war. Hier, bitteschön. Alles hochgeladen. 19.000 Units. Ich müsste auch mal wieder irgendwelches Zeugs hochladen. Verkaufen. Juhu! Hoppla. Oh, sehr gut. Die Startschubdüse ist fast leer. Weiß man nicht, was daran gut ist, aber... So, jetzt müsste es eigentlich aber auch mit dem Extreme da unten links wieder ein bisschen schneller gehen, oder? Wenn ich hier im Weltraum bin. Ja, Galaxiekarte.
Okay. Hä? Atlas-Schnittstelle. Entdeckt von du. Kann ich da irgendwie auch direkt drauf? Das sieht irgendwie so scheiß weit aus. Wenn ich da dem Weg folge. Egal. Klasse F1P. 5 Planeten. Lineare Entfernung 65 Lichtjahre. Entfernung zum Zentrum 17.005. Ne, komm mal. Nix. Nix 17.000. 175.000. 881 Lichtjahre. Ja, siehste? Hier, ne? Ich komme dem scheiß Zentrum gar nicht näher. Und es wird trotzdem jedes Mal bekloppter mit den Angriffen da von den komischen Piraten. Hau ich jetzt aus dem komischen System da ab. Blöde Säure-Dinger da und was auch immer. Komischer Saunaplanet noch. Könnt mir vorstellen, dass es auf dem Mars eigentlich genau so ist. Wenn der dann mal irgendwie so eine Atmosphäre hätte oder sowas. Die er bestimmt kriegt, wenn die Menschen da hochfliegen. Autias. Ist mir zu blöd, das jetzt auszusprechen, richtig. Temerium, Aluminium, Iridium, Heridium. Was bist du da für ein rosa Kaugummi? Urgandina. Spadonium. Aluminium, Nickel, Heridium. De Borm, Equipal. Voll langweilig. Tusanab, Rekorf. Nix da, Scanner wird aufgeladen. Der macht, was ich soll. Sag. Der macht, was ich soll. Ja, gut, kann man auch sagen, aber. Aunert, Auluf, Ruten. Zum Glück nicht mit D. Noch ein Spadonium. Habe ich jetzt alle. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Da. Lass mich in das blaue Licht steuern hier. Nee, das Raumschiff, du. Hallo? Also manchmal funktioniert das nicht genau so, wie ich das gern hätte, dass das Zeugs da mich anzieht. Ich hänge da in diesem blauen Gelümsel rum und dann zieht mich die Raumstation nicht auf. Gut, so eine riesen Murmel da finde ich jetzt auch nicht wirklich anziehend, aber... Ja, Speichervorkommen. Bleh. Ist ja voll lila hier. Hä? Achso. Der da. Das Fenster könnte von mir aus auch so sein, dass man da mehrere Planeten sieht, ne? Was nervt denn da? Taschenlampe. Ich komme gar nicht raus aus der Station. Verdammt. Ich habe gehofft, es geht irgendwie, dass ich mit dem Fotomodus da durchkomme. Scheiße. Nun gut.
Das heißt, ich bin jetzt in einem neuen System. Weil mir das vorherige nicht gefallen hat. Und dieses Ding nervt, was auch immer es ist. In den nächsten Folgen werde ich jetzt dann nämlich hingehen und den ganzen Planeten, die hier sind, mal abfliegen. Und mal gucken, ob da irgendwo genug Wasser ist, dass da Rigogen sein könnten. Ich hoffe es einfach mal. Weil es wird langsam echt Zeit, dass ich mir diesen komischen Mine-Roboter baue und die Fahrzeuge vor allem. Das ist ja das, was ihr sehen wollt, oder nicht? Jetzt so nach dem Update. Was mich auch interessieren wird, ist, kann man diese Fahrzeuge so bauen, wie man Bock hat? Oder gibt es da verschiedene Modelle und fertig? Naja, werden wir es rausfinden. Allerhop. Bis dann.